Hi und willkommen zu meinem kleinen Ausflugsvlog. Ich bin ja schon eine ganze Weile unterwegs mit dem Huhn vorne dran. Da gucken wir mal alle Leute. Ja, ich bin voll bepackt. Hier war dieses riesen Einkaufszentrum für Mode. Lost Place. Es geht, da reißen sie ab. Es geht noch ganz da hinten rum. Da war ich ja letztens mit dem Mario. Auf Instagram sieht man da einige Sachen. Vielleicht schneide ich auch das eine oder andere davon noch mit rein. Mal gucken. Auf jeden Fall, ja, ich habe jetzt noch gut 95 Kilometer vor mir. So, zweite kleine Pause. Wieder gibt es ein kleines Energieschen. Strecke läuft super, also ich komme viel besser voran als ich dachte. Das heißt, fürs nächste Mal kann ich viel mehr Strecke machen. Ich glaube, ich bin jetzt schon in einer Stunde da. Wir haben jetzt gerade mal 13:30 Uhr, das heißt um 14:30 Uhr bin ich schon da. Also kann ich nächste Mal auch 250 oder 300 bis 350 Kilometer am Tag machen. Also nächste Strecke wird mehr. Übrigens, es ist richtig schön hier. Herrlich. So, ich bin am Zeltplatz. Ihr steht jetzt auf dem Roller. Der Roller ist mein Stativ. Ich habe mich ja heute doch für das größere Zelt entschieden. Habe ich heute Morgen noch im Aldi gekauft. Ich würde sagen, wir gucken mal, was so ein Aldi-Zelt, ne? Ob das gut ist oder nicht gut. Ich bin da sehr gespannt. Übrigens, die ganzen Leute auf Instagram, die meine Stories gucken, denen war alle gar nicht bewusst, dass ich alleine unterwegs bin. Ja doch, ich bin ein bisschen verrückt. Ich bin tatsächlich alleine losgefahren heute. Alter, das ist mal so richtig groß. Ich habe gedacht, okay, das ist ein normales Iglo. Aber das ist voll das Riesen-Iglu. 37 Euro beim Aldi. Kann man machen, kann man machen. Das Zelt ist so gut wie aufgebaut. Also ich muss sagen, dafür, dass es ein Aldi-Zelt ist, ist es wirklich groß und schön. Also da hat überall so Luftlöcher, ne? Hier unten runter, wenn es warm wird. So. Dann hier hinten kann man auch noch aufmachen. Ja, das ist aufgemacht. Kann man sogar hier so ein Fenster aufklappen. Das ist so eigentlich richtig gut. Ich habe jetzt nicht alle Schlaufen dran gemacht. Kommt aber noch. Also ich bin echt überrascht. Ich bin echt positiv von dem Zelt überrascht. So, das erste Lost Place auf meiner Liste. Altes Bauernhaus. Ja, das ist wirklich komplett allein. Aber sieht mir auch schon sehr runter aus. Ich zeige euch jetzt ein paar Highlights von meinem
Campingplatz. Also hier ist mein Lager. Und direkt hinter meinem Lager kann man hier einfach aus dem Campingplatz wieder raus. Ja, kann man einfach wieder auf die Straße. Ich glaube, da geht sogar ein Weg lang. Das heißt, ich könnte sogar einfach wegfahren. Also ein bisschen creepy, aber na gut. Ja, kann man machen. Natürlich bezahle ich. Der Campingplatz kostet übrigens hier eine Nacht mit dem Zelt 8 Euro. Das ist, denke ich, top. Aha. Jetzt hier einen kleinen Spielplatz. Also es gab direkt hier sogar 2 Kilometer weiter vorne einen großen Campingplatz. Aber ich habe gedacht, den kleinen Campingplatz muss man auch mal ein bisschen unterstützen. Ja, Rezensionen waren besser bei dem anderen. Viel, viel besser. Gut, vielleicht wäre es auch da teurer gewesen. Ich weiß es nicht. Ich habe mich hierfür entschlossen. Ich würde sagen, 95% hier sind Dauercamper. Ja, dann gibt es halt diese kleinen Wiesen da hinten, wo ich alleine mit jemandem bin, also nur ein Pärchen mit dem Auto ist da. Aber ganz ehrlich, so alleine ist mir manchmal auch lieber. Ein bisschen ungestört. Und ja. Ja, sehr, sehr urig. Ich muss sagen, es war alles ein bisschen älter, aber auf jeden Fall sauber. Also sauber ist es definitiv. Die Leute sind sehr nett. Wirklich sehr nett. Jo. Klein, aber fein. Und dreckig ist es auch nicht. Da hat jemand im Internet geschrieben gehabt. Ja, kleines Resümee vom ersten Tag. Ich bin erstaunlich gut durchgekommen. Ich glaube, ich bin um die 200 Kilometer gefahren. Also mit den ganzen Locations und so. Und jetzt gibt es bei mir klassisch zum Abend mein Jever und meine Maultaschen. Ne, hier gibt es gleich die guten Maultaschen. Mit Buko habe ich die ein bisschen hier. Meine Allergie ist natürlich auch da. Ohne Allergie wäre das ja ganz, wäre es ja langweilig. Am Roller ist die erste Blessur. Moment. Das ist auch, da ist der Hauptständer abgebrochen. Jetzt muss ich da mit dem Seitenständer, das ist nicht so sicher. Da ist abgebrochen. Ja, shit. So, das habe ich jetzt zum Trocknen aufgehangen. Das nehme ich nachher mit rein. Ja, und damit geht auch der erste Tag zu Ende. Auf jeden Fall viel besser, als ich dachte. Alles richtig schön. Ja, und damit verabschiede ich mich. Nachher im Zelt noch mal kurz, wenn ich die Laterne teste, melde ich mich noch mal zu Wort. Oh. Ja, ja. Guten Morgen. Oh, ich habe mega geschlafen. Also ich habe richtig gut geschlafen. Und deswegen habe ich auch entschlossen, dass es heute weitergeht. Nach Olpe. Die Strecke ist rausgesucht. Dort gibt es auch 2, 3 richtig schöne Locations. Wir sind der blaue Punkt da oben. Nach da unten möchte ich. So 180 Kilometer mit dem Roller wird das garantiert so
6, 7 oder 8 Stunden dauern. Werde ich also heute den ganzen Tag unterwegs sein, Campingplatz dort am Ende suchen. Das Ding war so super. Es hat mir heute Nacht richtig, also heute Morgen wurde es richtig kalt. Da war das richtig gut. Also richtig gut. So, jetzt wird erstmal Frühstück gemacht. Ja, ich habe etwa seit 5 Kilometern einen blinden Passagier. Keine Ahnung, was die da macht. Die hält sich auf jeden Fall da fest. Ich werde es auch mal da lassen. Oh, jetzt. Naja, ich lasse mal. Ich habe hier kurz angehalten. Ja, erstens wegen der Biene. Zweitens ist hier so ein Lost Place. Ich werde nicht reingehen, aber ich werde mal so drumherum gucken. Ich werde das auf meiner Karte markieren. Vielleicht komme ich mal mit Mario wieder. Mensch, was ist denn hier passiert? Bestimmt auch wieder einen Brand oder so. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja, bestimmt. Hab jetzt auch keine Taschenlampe mit und nix. Gucken, vielleicht geht der Strom sogar noch. Nee. Gut. Wird auf der Karte markiert. Ui, fast hingeflogen. Ich sag euch, dieses Rollerfahren, das schlaucht so ungemein. Also, es ist ganz schön anstrengend. Der Wind, vor allem jetzt im Bergischen, bergauf, bergrunter. Also, es ist wirklich richtig anstrengend. Okay, also ich glaube schon, dass es hier gebrannt hat. Und richtig viel Müll. Ja. Gut, ne? Race Café 1. Ah ja. Oh ja. Hier hat es richtig gebrannt. Das ist immer ärgerlich, sowas. Immer wenn es irgendwo brennt. Mann, Mann, Mann. Die Tür ist zu. Ja. Zumindest so halb. Halb zu. Ja, hier kann man auch noch reingucken. Ja, ist auch leer, ne? Ja, sind teilweise noch Sachen drin. Das Ding ist, ich habe mein ganzes Equipment, alles Mögliche ist ja am Roller. Ich will den halt nicht unbeaufsichtigt lassen. Ja, sonst würde ich mal reingehen, mal reingucken. Aber ich muss auch, ich habe mir so die Deadline für 16 Uhr, 16.30 Uhr gesetzt. Ich habe jetzt immer noch 60 Kilometer vor mir. Das heißt, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Aber vielleicht kommen wir wieder. So, ich habe jetzt noch 36 Kilometer vor mir. Ja, diese Mühle mitten im Wald. Weiter geht's. Ja, Tag 2. Das hier ist meine Aussicht. Hier direkt ist mein Zeltplatz. Heute wird hier gegessen. Also richtig toll. Aber jetzt gleich geht's nochmal in die Stadt zum Rewe. Ich lade gerade hier die Action-Cam-Akkus.
Jetzt kommt nochmal die Sonne raus. Jetzt, wo ich da bin, ist ja unmöglich. Naja, heute Nacht werde ich dort im Wald die Review machen für Olight. Und die Lost Places, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte für heute, ja, die sind ehrlich gesagt zu weit weg. Ich bin ehrlich gesagt dran vorbeigefahren. Bescheuert. Ich bin heute richtig gut durchgekommen eigentlich. Ist aber sehr anstrengend, teilweise auch echt gefährlich. Also ich muss unbedingt so eine Halterung für einen Helm machen, für die Kamera, mit Fernbedienung, dass ich bei schönen Gegenden einfach mal auf Aufnahme drücken kann. Oh, das ist einfach so richtig Panorama hier. Das ist echt vom Feinsten. Gut, Campingplatz war diesmal auch doppelt so teuer wie der andere. Und richtig voll. Richtig voll. Naja, was soll's. Zum Abend hin gibt es jetzt noch mal Bockwurst und ein bisschen Brühe, denn leider bin ich ja nicht mehr zum Geschäft gekommen, weil die liebe Vespa leider kaputt geht. Ja, jetzt muss ich gucken, ob ich damit morgen überhaupt mal nach Hause komme. Und gut ist auf jeden Fall, dass ich wieder Richtung Heimat gefahren bin. Also nicht 180 Kilometer nochmal weit weg, sondern schon im Halbkreis wieder nach Hause. Und ja, es wird sich auf jeden Fall einiges tun an der Vespa. Es wird auch sowas wie Notwerkzeug mit, also so ein Koffer mit den wichtigsten Sachen, auch Zündkerzen, Schlüssel, dies, das, alles Mögliche. Dass ich es so einigermaßen selber reparieren kann. Ja, das andere ist ADAC-Mitgliedschaft, ist denke ich auch nicht verkehrt, weil es werden größere Touren kommen, auch auf YouTube, seht ihr ja gerade. Jetzt ist natürlich der Abend ein bisschen anders wie geplant, ist aber nicht schlimm. Ich freue mich auf die Bockwürste und dann, wenn ich noch fit bin, wenn es dann richtig dunkel ist, teste ich die Lampen noch. Und dann wird es morgen noch ein richtiges Abenteuer, ob ich überhaupt nach Hause komme damit. Ansonsten muss ich die irgendwo unterstellen erstmal und mich abholen lassen. Oder mit dem Zug nach Hause oder wie auch immer. Muss ich gucken. Wir werden es morgen sehen. Guten Morgen. Wir haben 5.47 Uhr. Es ist eisekalt. Ich habe mir mittlerweile sogar die Jeanshose angezogen. Also entweder hält dieser Schlafsack nicht warm genug. Wobei ich zugeben muss, es ist hier saukalt. Wir sind ja hier auf einem Hügel. Also gestern auf dem Campingplatz, da habe ich nur in Shorts und T-Shirt geschlafen. Und das ging voll klar. Heute T-Shirt, Jeanshose. Ja, Socken habe ich keine an. Müsste ich aber anziehen eigentlich. Es ist schon recht kalt. Ich hoffe, dass schnell die Sonne rauskommt hier.
den ersten Kaffee trinken. Alles zusammenpacken. Nach Hause fahren. Versuchen nach Hause zu fahren, ob der Roller das schafft. Und dann den Roller zerlegen. Auseinandernehmen. Alles nachgucken.